Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Lost Chronicles of Zerzura oder die verlorenen Chroniken oder Geschichten von Zerzura. Ja, wir müssen hier was erfinden. Das war so zumindest der letzte Stand, den ich jetzt hier gespielt habe. Und wir haben ein paar Hinweise bekommen, um möglicherweise unsere Erfindung noch erfinderisch perfekter zu machen. Und zwar eine Flugmaschine. Und das sieht wirklich gut aus. Oh. So wird das nichts. Ah, warte mal. Oh. Das ist oben. Oder ist es der Flügel? Biegsamer Flügel? Dann das über die Flügel? Und vollpumpen. Eine Zitrone. Das ist es. Eine riesige Lederblase mit Luft gefüllt. Dazu noch ein paar Flügel mit warmer Luft und ein Korb für den Steuermann. Als nächstes muss ich das Baumaterial besorgen. Biegsames Holz, jede Menge Leder und einen großen Korb. Hoffentlich lässt sich das alles schnell auftreiben. Das ist eine gute Frage. Ich wette, ich habe nicht genug Geld und muss Goldmünzen machen. Pseudo-Goldmünzen. Können wir hier was? Nee. Noch kleinere Teile brauche ich nicht. Okay. So, können wir hier durch die Tür? Wir müssen die Teile besorgen. Feodor, wenn du gerade nach draußen gehst, dann schau doch gleich mal bei Tabit vorbei. Er wollte heute aus Afrika zurückkommen und hat mir bestimmt wieder etwas mitgebracht. Du meinst irgendeine alte, verschimmelte Baumwurzel in Form einer antiken Vase? Das oder ein wertvolles Artefakt. Dank dir, Bruder. Der Feodor. Okay, was haben wir denn? Ein Obststand. Bei Orlando kaufe ich mir oft frisches Obst. Ob ihm was passiert ist? Seit vorgestern habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und die Früchte gammeln in der Hitze vor sich hin. Oh. Heißt das nicht Zalando? Dieser Marktstand ist seit Wochen geschlossen. Die Familie, der Stand gehörte, ist wie viele andere nach Amerika ausgewandert. Was? Was? Wie ist nach Amerika ausgewandert? Was? 1514? Moment mal. Was? Ich meine, okay, 1492, ne? Kolumbus. Aber, warte mal, 1500? Amerika. Auswanderung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einwanderung in die Vereinigten Staaten. Höhepunkt erreichte 1892, okay. Geschichte. Nach der Entdeckung Amerikas 1492, erfolgte die Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents durch Europäer aus drei Hauptrichtungen. Spanier, sind wir ja, zogen etwa ab 1528 aus Süden, kommt über den Rio Grande in das Gebiet des heutigen Kalifornien. Okay. Wieder was gelernt? So viel zur Geschichte, super. Also Auswanderer hier aus Spanien. Der Stand vom Korbhändler. Das können wir gebrauchen. Herr Händler. Der Korbhändler ist in der Stadt. Das trifft sich gut. Hallo. Gott zum Gruße, der Herr Erfinder immer noch auf freiem Fuß? Warum auch nicht? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Da habe ich etwas anderes gehört. Man sagt, du bastelst an einer Erfindung, die den Menschen durch die Luft laufen lässt. Das sind Märchen. Ganz genau. Nur Jesus kann so etwas. Und die Kirche passt auf, dass es auch kein anderer versucht. Jesus konnte übers Wasser gehen, nicht durch die Luft. Willst du damit sagen, Jesus hätte nicht durch die Luft gehen können, wenn er gewollt hätte? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Oh oh. Was kostet ein Korb? 3 Silber. So teuer? Oh,
Können wir irgendwie anders ins Geschäft kommen? Wenn du dafür sorgst, dass es hier nicht so verdammt warm ist, würde ich dir einen Korb für 1 Silber überlassen. Okay. Was kostet ein Korb? 3 Silber. Haben wir. Weißt du was vom Obsthändler? Ich habe ihn vorgestern das letzte Mal gesehen. Was gestern war, weiß ich nicht. Da war ich unterwegs. Wieso ist sein Stand unbewacht? Warum kümmert sich keiner darum? Wenn jemand etwas kaufen will, kann er ja bei mir bezahlen. Ah, ja. Wiedersehen. Gottes Segen für dich. Verkaufst du jetzt auch Orangen? Das sind nicht meine. Standen heute Morgen schon da. Dann darf ich mir eine nehmen? Ausnahmsweise. Okay, haben wir eine Orange. Supi. So, Eine Orange. Obwohl sie den ganzen Tag in der Sonne lag, sieht sie noch sehr frisch aus. Ui. Damit sind es 2 halbe Orangen. Warum auch immer. Eine zerschnittene Orange. Kann ich noch einen nehmen? Nee, kann ich nicht. Korbstand. Tücher. Unter den Tüchern sammelt sich die Mittagshitze. Da bräuchte andere Tücher, würde ich mal sagen. Hier ist artiges Tabit. Ui. Ein Hemd aus kostbarer byzantinischer Seide. Da oben lagert Onkel Tabit verschiedene Stoffe und Tuche. Er hat mich schon vor Jahren darum gebeten, etwas zu erfinden, was die Motten davon fernhält. Sobald ich das Fluggerät fertig habe, kümmere ich mich darum. Landkarten von Terra Nova und Terra Incognita, frei nach den Reiseberichten von Amerigo Vespucci. Ach der! Der Sarkophag kommt aus Nordafrika. Er steht hier schon einige Jahre. Diese Bücher sind wahre Schätze. Aufwendig illustriert und verziert. Allerdings unlesbar für mich. Ich kann kein Hebräisch. Wie das duftet. Arabischer Kaffee. Oh, lecker. Oh, den nehme ich auch. Lass mich mal, ich brauche hier, da. Anubis, mit dem Kopf eines Schakals, ist der altägyptische Gott der Totenriten. Manchmal merke ich mir, was Ramon erzählt. Aber nur manchmal. Ein paar verstaubte Steinfiguren. Will wohl keiner haben. Die sehen aber auch recht wertlos aus. Diese orientalischen Gewürze riechen gut. Ich wünschte, ich könnte kochen. Dann wüsste ich damit etwas anzufangen. Einfach lernen. Für die maurische Architektur hatte Onkel Tabit schon immer eine Schwäche. Aber mittendrin so ein. Ich nehme mir später Zeit für eine Tasse Tee mit Onkel Tabit. Jetzt habe ich einiges zu erledigen. Ägyptische Urnen. Ob die wohl gefüllt sind? Bitte nicht. Schmuckschatullen aus Schlangenhaut. Sehr beliebt in Afrika. Wertvolle persische Teppiche. Dort ist er doch reich, der Tabit. Mein lieber Onkel Tabit. Ein Händler mit Leib und Seele. Viel unterwegs und immer auf der Suche nach guter Ware. Und noch besseren Preisen. Hey, Onkel Tabit. Feodor, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wann bist du in Barcelona angekommen? Heute Morgen. Ich fühle mich ein bisschen erschöpft von der Reise. Aber die Geschäfte liefen gut. Und bei euch? Das Fluggerät ist wieder nicht richtig geflogen. Der Graf hat uns eine letzte Frist gesetzt. Pass bloß auf, mein Junge. Der Graf ist ein gefährlicher Mann. Er hat Verbindungen zur Kirche. Du solltest dich vorsehen. Mein Bruder ist wie besessen von seinen ägyptischen Artefakten. Das war er schon immer. Er wird bestimmt mal ein Gelehrter für Geschichte. Das prophezeist du seit Jahren. Aber es führt zu nichts. Er vergräbt sich nur tiefer in seinen Gedanken und hilft mir überhaupt nicht mehr. Bitte bring ihm nicht immer wieder etwas Neues mit. Aber wenn er sich doch so gerne damit beschäftigt... Onkel Tabit... Du hast diesen Sarkophag ja immer noch. Da wollte ich deinem Bruder eine Freude machen. Schleppe das Ding quer über das Meer und dann will er es nicht haben. Stammte nicht aus der richtigen Gegend. Ja, ich erinnere mich.
Ihn interessieren nur Artefakte aus der großen Wüste in der Nähe von Ägypten. Manchmal ist dein Bruder seltsam. Tja. Ich brauche 2 Ballen von dem dünnsten Leder, das du hast. Ich habe noch ein paar Ballen Kamelleder, aber die kann ich dir leider nicht einfach so überlassen. Die sind sehr teuer. Und du weißt ja, dass der Laden seit der Entdeckung der neuen Welt nicht mehr so gut läuft. Warum eigentlich nicht? Die meisten Schiffe legen nur noch an der Atlantikküste an, nicht mehr hier am Mittelmeer. Und schon geht die Wirtschaft runter. Ramon meinte, du hast ihm bestimmt wieder etwas mitgebracht. Ja, richtig. Hier, ein wertvolles Kristallstück. Lass es bloß nicht fallen. Was soll das darstellen? Sieht aus, als fehlte die Hälfte. Ja, da gehören bestimmt noch andere Teile dazu. Ramon wird sich sicher trotzdem darüber freuen. Diese Steinfiguren stehen auch schon ewig im Regal, oder? Ja, hässlich. Keiner will sie haben. Und sie sehen mich an, als ob sie mich auslachen würden. Die Leute wollen nichts aus Granit. Sie wollen Gold. Wenn du Verwendung für sie findest, nimm sie mit. Bis später. Wir können den Goldüberzug machen. Bis dann, mein Junge. Und dann verkaufen. Oder? Granit? Warte mal. Schade. Das ist das Artefakt, das Tabit Ramon mitgebracht hat. Ein Glasklumpen, was auch immer Ding. Was auch immer Ding. Dekokämpfer in Granitgrau. Alles andere als dekorativ. Aber das können wir doch, das würde funktionieren. So, dann können wir hier wieder los. Was haben wir hier hinten noch? Wir haben hier hinten noch den Hafen. Wir müssen ja immer noch irgendwie Kühle hier ihm bringen. Ach, schön. Guck mal, sieht aus wie die Tante Maria. Schön. Die Werft ist schon lange verlassen. Durch die Entdeckung der neuen Welt ist hier kaum noch Bedarf dafür. An der Atlantikküste werden gerade tausende Arbeiter gesucht, um die spanische Flotte auszubauen. Die meisten Schiffsbauer sind aus Barcelona längst weggezogen. Oh, ein Schlauch. Ein dünner Schlauch aus Leder. Kann man den hier? Nee. Da war mal Teer drin. Jetzt ist es leer. Dann nimm mit. Was ist das? Stoffreste? Abfälle? Was ist das? Okay. Da hat wohl jemand versucht, sein Boot zu flicken. Hier liegen eine Planke, Nägel und Hammer. Da hat wohl jemand versucht... Können wir nicht mitnehmen. Schade. Die Reparatur der Schlaglöcher scheint nur halbherzig voranzuschreiten. Mir egal. Damals wie heute, wa? Ein ziemlich lädiertes Fischerboot. Eine geschmiedete Fackel auf einem Pfahl. Diebstahl sicher. Ein Fass mit zerflossener Butter. Vermutlich wurde damit etwas Zerbrechliches transportiert. Und nun ist die Butter in der Sonne geschmolzen. Ich mach mir die Finger damit nicht fertig. Vor allem riecht es. Diese Handelsgüter gehören zu den Schiffen im hinteren Hafenbereich. Soviel ich weiß, besteht gerade Auslaufsperre wegen der Korsarenplage. Korsarenplage? Das Schiff der spanischen Inquisition. Eine Galeone. Dunkler und größer als die Handelsschiffe, die hier sonst anlegen. Bis jetzt ist mir nicht klar, warum sie hier seit Tagen ankert. Ich würde zu gerne mal mit so einer Kanone schießen. Rein aus wissenschaftlichem Interesse. Ist klar. Die spanische Armee würde das vermutlich falsch verstehen. Vor allem ist die Kugel weg. Das Deck ist leer. Ich hätte zumindest ein paar faulenzende Soldaten erwartet. Das Deck ist leer. Das ist Pedro, unser Nachbar und seines Zeichens Fischer. Hallo. Hola. Beißen Sie gut? Ja, könnte besser laufen. Vor allem sind Sie zu klein. Weiter draußen, ja, da schwimmen die Dicken, aber hier... Deine Angel. Aus welchem Material ist die? Aus Weidenholz, wie es sich für eine gute Angel gehört. Genau, was ich brauche. Ah, kann ich dir unmöglich ausleihen. Brauche ich selbst. Wenn mein Boot nicht kaputt wäre, vielleicht, aber so...
Du bist doch Erfinder. Erfinde doch mal eine Fischfangmaschine. Würde ich sofort kaufen. Später vielleicht. Du sagst, dein Boot ist kaputt? Ja, hat beim letzten Sturm ganz schön was abbekommen. Vielleicht kann ich es reparieren. Ich schaue es mir mal an. Dieses Inquisitionsschiff, warum das hier wohl angelegt hat? Das kann nur Schlechtes bedeuten. Überall, wo diese Soldaten auftauchen, verbreiten sie Angst und Schrecken. Ja, man kann nur hoffen, dass man von ihnen verschont bleibt. Ah, keine Sorge. Die suchen nur Leute, die auf ihrer Liste stehen. Wenn sie hinter dir her wären, dann hätten sie dich schon längst besucht. Adios. Adios. Okay, wir dürfen uns das angucken. Ah, siehst du, wir können es jetzt sogar mitnehmen. Ist das die Planke für das Boot? Ja, aber ich habe die richtige Mischung zur Abdichtung nicht gefunden. Das ist das Boot von Fischer Pedro. Das ist die lecke Stelle. Hier kommen unter der abgebröckelten Teerschicht ganz feine Fasern zum Vorschein. Das ist die lecke Stelle. Okay. Die Planken sind ersetzt, aber dicht ist das Boot damit noch lange nicht. Tja, da müssen wir irgendwas besorgen, ne? Oh, jetzt können wir hier aus dem Fass was nehmen. Ach, da waren Stoffe oder sowas. Das werden die Fasern sein, die zusammen mit dem Teer das Boot abdichten. Ich tippe auf Flachsfasern. Flachs ist ja, glaube ich, auch zum Abdichten von Wasserrohren und Leitungen, ne? Ach Gott, wir müssen nach Hause in die Werkstatt. Ich habe die Fasern fest in die Ritzen gedrückt. Es sind sogar noch welche übrig. Wir müssen in die Werkstatt. Und zwar brauchen wir... Das ist eine Schüssel mit Holzteer. Ramon klebt damit seine alten Steine zusammen. Oder so. Nicht? Okay. Ich hatte jetzt gesagt, das funktioniert. Naja, okay. Warte mal, können wir... Der Schlauch ist zu dünn für den Blasebalg. Er würde nicht halten. Schade. Der Schlauch ist zu dünn, um ihn an die Esse anschließen zu können. Ah, hier und da. Ich verstehe. Ein riesiger Blasebalg. Wir benutzen ihn normalerweise zum Anfeuern. Er lässt sich über den Salz... So, guck mal, hier ist... hier oben ist ein Eingang. Guck mal. Hä? Ach so. Aber wir können es nicht benutzen. Warum eigentlich nicht? Oder warte mal, vielleicht der? Ah. Ach nee, der ist hier unten. Jetzt kann man die Esse schön anheizen. Das heißt, wenn ich jetzt... Das ist der Seilzug, mit dem man den Blasebalg bedient. Kann ich den jetzt reinpacken? Ach, jetzt können wir das. Genau, mitten hinein in die Glut. Und gleich wird die Hitze noch ein klein wenig gesteigert. So, am Seilzug ziehen... So aufmachen? Ohne die Hände zu... Heiß! ...zu verbrühen. Okay, jetzt brauchen wir die Zange. Nein, ich lasse das Messing lieber im Ofen. So bleibt es flüssig.
Jetzt die Steinfigur. Ohne Zange ist das zu heiß. Ah, also warum? Ich sollte endlich Handschuhe erfinden, die jedes Werkzeug überflüssig machen. Mhm. Eine grandiose Idee, die Steinfiguren mit Messing zu überziehen. Da glänzen sie wie Gold, hat er ja gesagt. So sehen sie richtig wertvoll aus. Tabit wird begeistert sein. Oh, können wir mitnehmen. Dann machen wir das. Ich nehme den Schlauch wieder mit. Ach so, siehst du, wir können ja noch dem Bruder... Hier, warte mal. Hier, Ramon. Hier, das ist das Artefakt, das Tabit dir mitgebracht hat. Oh, fantastisch. Zeig mal her. Danke. Was ist das eigentlich? Ein Kristallstück. Es gehört zu etwas, das aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird. Na dann viel Spaß beim Untersuchen. Da liegt ein Schiff der Inquisition im Hafen. Was die hier wohl suchen? Hoffentlich nicht unsere Werkstatt. Du machst dir so viele Sorgen den ganzen Tag und immer kreisen sie um die Werkstatt. Vielleicht ist es an der Zeit, sie loszulassen, die Koffer zu packen und fortzugehen. Ich bräuchte jetzt den Teer. Ja, ja, nimm. Danke. Brauchst du ihn nicht mehr für die Maske? Die mache ich später fertig. Jetzt muss ich mich um das Kristallstück hier kümmern. Natürlich. Das Kristallstück. Was hältst du von der Idee, eine riesige Blase zu konstruieren und sie mit Luft vollzupumpen? Der Stoff dafür müsste natürlich extrem dünn und dehnbar sein. Wir könnten eine Strickleiter befestigen oder einen Korb, in dem man sitzen kann. In dem du sitzen kannst, meine ich. Ich müsste das Ganze natürlich von unten bewachen. Wenn wir ihn über die Klippe stoßen und der Wind gut kommt, müsste er sich eine Weile in der Luft halten, meinst du nicht? Wenn wir dieses magische Amulett dranhängen, funktioniert das ganz sicher. Ich gehe dann. Mhm. Okay, wir können jetzt... Also es sind viele Abhängigkeiten von den Objekten. Wir sind manchmal ein bisschen schneller mit dem Überlegen. Ui. Nicht unbedingt zum Anbeißen, aber auf jeden Fall hübscher als vorher. Wir sind manchmal ein bisschen schneller, aber das mit Überlegen und in Herleitung und so weiter, ne? Aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Vielleicht unterstützt das hier das Spiel im Allgemeinen. Okay, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden dann beim nächsten Mal hier uns um den Holzteer kümmern. Das werden wir wahrscheinlich zurückbringen müssen und mal gucken, was wir mit dem Rest machen. Bis dahin, euer Firefox.